Ein weiteres Jahr, ein weiteres Schützenfest. Wir sind wieder live vor Ort und dieses Mal habe ich zwar nicht unbedingt mehr Ausrüstung mitgebracht. Ich bin Hendrik, rangmäßig, Fernseher, umgebracht, aber ich darf diesmal Panzer fahren mit der tapferen Panzerbrigade. Der liebe Tobias hat mich mit auf seinen Panzer genommen. Ja, genau. Ist schon ordentlich mit dabei, ne? Ja. Er hat natürlich auch einen Stahlhelm mitgebracht. Schlacht und schalten mal um auf das Schlachtfeld. Ja, das kommt immer drauf an, aus welcher Seite man das betrachtet. Ne? Der Blick in ihm kann ich damit sehr gut machen. Auf der rechten Seite, darf man den Schwarz natürlich nicht zu laut sagen, ist bereits die komplette Fahrzeug- und Flugzeugflotte aufmarschiert, die das Exwelder Schützenfest zu bieten hat. Man sieht das hier nur leicht hinter den Bäumen. Allerdings nicht weniger wichtig sind die Leute, die dafür sorgen, dass hier keiner nüchtern bleibt, der schwierig verletzt wird, nämlich die Sanitäter aus Hessen, die direkt neben uns auf Stellung genommen haben. Die versammelte Presse nimmt Deckung hinter einem lose Bus und beteiligt sich nicht direkt an der Schlacht. Und hinter diesem Baum sind die Truppen bereits aufmarschiert. Und wir warten jetzt nur noch auf den Ruf in die Schlacht. Hier oben übrigens noch Napoleon in seiner rangmäßigen Burg. Und es geht los. Zur Abwehrschlacht. Bis wir alle ausgestiegen sind und dann gucken wir uns das weiter an. Die erste Schlachtenrunde ist geschlagen. So, und daran, dass man hier keinen Spaß veranstaltet, wird, sieht man an den enormen Vorräten für den Ernstfall, die hier aufgetürmt sind im Panzer. Munitioniert, Panzerbrigadisten. Ach, und ist das die Luftwaffe, die externe Luftwaffe, die aufgetreten ist? Oh! Ja, du musst ein bisschen besser aufpassen, das ist hier, das ist Kriegsgebiet. Ja, ich weiß, ich bin hier als Kriegsberichterstatter hier. Verdammt! Hinter diesem Panzer. Es ist nass geworden. Vorne tobt die Schlacht. Ich werde mich mal ein bisschen weiter nach vorne wagen. In diesem Jahr übrigens wieder mit Bierchen und aber neu mit Gehörschutz unterwegs.
Ich hoffe mal, ich werde hier nicht gleich unter Beschuss genommen. Wir gucken mal weiter. So wie ihr aussieht, ihr könnt sofort unhörbar werden. Schon verbunden oder der Sicherheitsdienst? Wer, ich? Ja. Ja, sozusagen der Beauftragte für Schusssicherheit. Ja, hier so ein für Schusssicherheit. Dass keiner eine scharfe Waffe mitgebracht. Nee. Live auf Facebook. Nee, also wann geschossen werden darf und wann nicht. Alles klar. Okay, machen wir weiter, ne? Ja. Hier ein weiteres Wasser. Kleine Container vorne mit dem gelben Renner. Schnappt ihn ins Wasser. Selbst die Sanitäter beteiligen sich an Kampfhandlungen. Übrigens jede Menge. Wir sehen auf der Extra-Kreuzer, wie er sich langsam bewegt. Sanitäter sind mal wieder. Wort. Wir sprechen mal den Chef aller Sanitäter an, der hier schon sich selbst verabschiedet. Ja, kleine Medizin gefällig. Eine kleine Medizin für die verwundeten Soldaten. Kreuzer wird auch hier ein Nutzungsplan werden. Weil die Gute ist ja nicht so. Haben wir schon viele Verletzte zu beklagen? Aber alles gut. So ein, zwei Mann waren dabei. Aber eigentlich haben wir auch so ein bisschen als Verletzte gesehen. Das ist ja wieder alles gut jetzt nach der Medizin, denke ich mal. Ja, die Traumatisierungen sind überwunden hier mit und ich kann wieder auf in die Schlacht ziehen. Alles klar. Dann guck mal weiter. Halte alle hier am Laufen, ne? Ja, das ist deins übrigens. Ach, das ist meins. Nee, danke. Wenn ich so die Schäden hinten beim Flieger sehe, die Artillerie ist auch verstimmt. Naja, die dürfen echt nicht gut aus, Kollege. Naja, wurde aber gut gemacht. Die zweite Welle wurde gut abgewehrt. So, bitte, ich hole mir die schwarzen Truppen, alle Kampfhandlungen erstmal für den Moment einzustellen. Keine Belastung mehr, keine Wasserschlacht. Wir gehen jetzt zu den Friedensverhandlungen. Wir fragen uns mal in den grünen Norden hinein. Jetzt muss ich hier wieder stärken am Wasser und Bier. Versammelt Munitionsvorräte der Grünen. Wenn jetzt hier ein Schwarzer reinspringt, soll die ein großes Gefecht machen. Attacke auf die Presse. Eine Attacke auf die Presse. Du bist hier live auf Facebook. Sag mal was über die Grüne und deren erfolgreiche Schlacht, die jetzt geschlagen wird. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich bedanke dich. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll, aber wir gucken gerade 34 Leute zu und ja, danke dich noch. Dann lass es lachen, würde ich wieder. Die Grüne sind die Geilsten. Er war schon hackedicht. Dieser Herr dagegen sieht wahnsinnig kompetent aus mit seiner wahnsinnig gut aussehenden Fliege. Hallo! Servus! Sag uns, rein 38 Zuschauern mal was über das Schützenfest. Ja, da ist noch Luft nach oben. Noch Luft genau, nach oben. Ja, ja, ihr, ne? Mr. Jakob Gopel. Gokel. Gokel. Gokel, ja, ne? Der High-End-Reporter, Schauburger Zeitung. Ach, ein wahrer Fan hier vor Ort. Wir wollen nichts vorweggreifen. Wir drehen jetzt mal die Kamera und dann geht's richtig zur Sache. Hallo, setz dich. Here we go again. Die verhandeln jetzt. Besser! Servus! Facebook ist schon live und du hast Munition in der Hand. Genau, so sieht's aus. Hast du dir ein spezielles Ziel ausgesucht? Ich kenne da vor allem so Pressevertreter, die sind ganz besonders. Benjamin Bünte, den habe ich mir ausgesucht. Der ist im Ortsrat in der Feuerwehr und hat einen großen Hals. Oh Gott, Benjamin Bünte. Den knöpfe ich mir jetzt vor, so sieht das aus. Alles klar, ich bin mal sehr gespannt, ob er diese Attacke überleben wird. Ja. So, Benjamin Bünte, pass auf, wenn du hier zusiehst, du hast einen Feindtier geschaffen. Man kann sie alle wegschauen. Noch mehr Wasserbombenvorräte. Sind das eure Wasserbombenvorräte? Wir sind hier live auf Facebook. Ja, das machst du doch. Das machen wir woanders? Alles klar. Ob das Glas leer ist oder voll ist, liegt natürlich am Gastgeber. Und suchen den Oberhäuptling des Schützenfestes, den absolut Unparteiischen, habe ich gehört. Unparteiisch vor Ort? Nur unparteiisch. Nur unparteiisch. Es gibt keinen anderen, der sowohl für grün und schwarz ist, außer einer Person. Man ist halt der erste vor Ort. Genau. Ja, und was haben wir heute noch zu machen? Die erste Schlacht ist geschlagen, aber noch kein Sieger. Nicht die, also die erste Schlacht ist nicht geschlagen. Es hat den ersten Angriff gegeben. Wir werden gleich zum zweiten Angriff kommen. Und irgendwann wird es dazu kommen, dass Napoleon aufgeben muss. Und dann wird er mit dem Panzerkreuzer letztendlich abgeholt ins Exil und gelobt, in ungefähr anderthalb Stunden dann Frieden zu halten im Ort und dann
wisst ihr, dass wir die nächsten 12 Monate Frieden gebaut haben. Aber wollt ihr etwas sagen, das ist eine geschobene Schlacht und der Sieger steht von Anfang an fest? Der steht von Anfang an. Oh nein! Das dürfen Sie aber den Schwarzen nicht sagen. Also die Schwarzen sind, können doch so gut sein, die werden diese Schlacht verlieren. Oh Gott, das nein. Wissen sie aber auch. Also wenn das beim Fußball im Vorhinein schon feststehen würde, würde keiner mehr zuschauen. Aber es ist auch nicht so spannend wie das Exener Schützenfest. Genau. Und es ist auch nicht so viel los. Dreh doch mal die Kamera um. Ich weiß ja nicht. Die Ränge sind voll. Ich habe auch noch keine weißen Tränchen da hinten schwenken sehen. Wahrscheinlich habe ich auch noch Kopf. Und mal raus sind da heute. Alle. Ja, warte, die Marine, darf ich die Marine live zu Facebook bitten? Wen darf ich hier live zu Facebook bitten? Der Matze, der kann ja was sagen. Die ganze Matze. Geht ab! Schön live auf Facebook hier. Ja, Leute. Ich grüße alle Zuschauer. Grüße aus Exen. Hätten wir lieber vorbeikommen sollen, als wir hier. Genau, aber was ist eure Aufgabe? Ihr sollt doch nach vorne. Ja, die werden wir jetzt unseren Panzerkreuzer einmal ganz kurz zeigen. Was ist der Panzerkreuzer? Das ist Kai. Einmal ganz viele liebe Grüße an Facebook mit einem dreifach kräftigen Schiff. Schiff! 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 U-Boot! 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 Danke! Bitte! Also! Geht doch! Okay, lass uns sehen, nicht also weitermachen. Das haben Sie sehr wunderbar gemacht. Ja, Sie, von welchem Rang sind Sie der Offizier hier? Ich bin der Vizeadmiral. Hier auf dem Schiff ist unser Admiral. Ach, der Admiral. Ja, ja. Der hat die Aufgabe, Napoleon gleich abzunehmen, den Exer hochzuschippern. Was wird dann mit Napoleon passieren? Ja, wir werden auf jeden Fall erstmal Napoleon gefangen nehmen und dann werden wir mal sehen, ne, wie sich Napoleon so gibt und was er im nächsten Jahr noch so fort mit uns, wenn er sich friedlich zeigt. Ja, vielleicht können wir ja. Komm da ums Wort und gerade in Europa. Mal schauen. Mal schauen. So ein bisschen gehört er dazu. Also man kann den Napoleon nicht einfach so spielen. Alles klar. Hier sind alle angetreten. Wir schauen mal, wie unsere Schlacht rein. Sehr gut machst du das hier, Junge. Vielen Dank. Und dann kommen gleich zu euch. Ich vertrete von Rintel aktuell. Grüße mal die Schaumburger Zeitungsfans. Wir grüßen die Rintel aktuell Fans. Rintel aktuell grüßt die Schaumburger Zeitung. Und die Schaumburger Zeitung grüßt wiederum. Also, viel Erfolg. Hey! Aufpassen, jetzt geht's los. Oh, die kommen mal gleich mit großen Geschützen hier an. Wir wagen uns mal an, das vorbei, in die Extra zu fallen. Ein ähnliches dieses Wasserfest, wenn die 40 weg sein sollen. Hier vorne. Der muss einen Eimer da holen, das ist unser. Das sind schon einige Verletzte zu Benny Bünte! Hast du ihn erwischt? Über alle Mannschaften hinweg. Das ist wunderschön zu sehen. Die Sanitäter stürzen sich durch Schlachtengetümmel und versuchen, jemanden mitzunehmen. Oh nein, oh nein. Schwerst verletzt. Er krümmt sich auf der Trage, wird aber garantiert mit Wacholder oder in einem anderen Gesöff wieder auf die Beine gebracht. Es wird hier mehr zu Rugby mittlerweile. Der Kollege ist gerade mehr oder weniger unabsichtlich in die Extra gestürzt. Wo bleibt denn die Marine? Ich denke, sie wollte mich gefangen nehmen. Oh, Napoleon ätzt schon von oben. Das kann nicht lange gut gehen. Der Panzerkreuzer mit dem Iran ist bereit.
Stellung gebracht, kurz davor, den lieben Napoleon gefangen zu nehmen. Die Grünen kommen immer näher an Napoleon heran. Oh, und er nimmt vom Boden noch einen mit. Kommt mit in die Extra. Rittl aktuell hier sogar mit zwei Kameras unterwegs. Höchst professionell. Auch das Rittl-Bataillon ist im Hinterrücks angerückt. Und hisst sein. Ich glaube, Napoleon hat hier keinen langen guten. Hallo, der kommt! So. Okay, rein, Herr. Ich sehe, Widerstand ist gelagert. Der Panzerkreuzer Exti scheint auf Land gelaufen zu sein. Ich weiß nicht, ob das noch gut gehen wird hier. Wie geht's denn unter, wenn ihr so weitermacht? Sie werden von ihren Feinden verhöhnt. Was denkt die Marine? Und wechseln jetzt erstmal die Richtung hier. Ich bin erstaunlicherweise unverletzt geblieben. Ein bisschen eine Seitenwunde erlitten, aber ansonsten habe ich mein Stahlhelm und mein Bierchen gute Dienste gegeben. Und. Scheiße, das war's. Wir ziehen uns mal lieber zurück hinter die Grünen. Kommt hoch hier. Selbst die Husten müssen schon an diesen Schlachten teilnehmen. Pissriege! Versenk doch mal die Marine da! Das war ja richtig stark. So, also wir können den Hals nicht vorkriegen. Wir brauchen immer noch eine kleine Mordpacke. Ja, die Marine ist angetroffen. Der Säbelkrieg ist bereit. Die Grünen ziehen sich zurück, obwohl Napoleon noch nicht geschlagen worden ist. Ich weiß nicht, was hier im Moment passiert. Oh, hier hat jemand eine Zielscheibe an der Mütze. Und sie ist noch trocken, diese Zielscheibe. Das ist eine eingestellt ist der Schwarz. Auf das Kreuzfahrtschiff Exten. Ich denke, der Sieg ist mir aber eindeutig, oder? Ja. Also für heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das Ergebnis eines Kampfes. Gewesen. Sie sehen, Exten wird demnächst zum Wasser. Schwerstverletzte hier zu beklagen. Zum Glück nicht, aber wir haben alles gegeben, beziehungsweise sind noch dabei. Ihr habt doch immer Napoleon nicht gefangen genommen. Nee, ich sehe gerade dabei. Die Tumulte waren gerade so stark, dass man es jetzt nicht beurteilen kann. Ja, jetzt werden schon die einen Leute hier angegriffen. Oh, friendly fire, das ist ja wirklich gefährlich. Selbst die Presse wird attackiert. Ja. Leben ist kein Pony. Vor allem die Schlacht im Extrafeld. Aber so weit sind wir noch nicht. So, wie gesagt, gute Truppen fertig machen zum Abmarsch. Und bitte eure abgebrannten Feuerwerkskörper einsammeln. Abgebrannte Feuerwerkskörper bitte wieder einsammeln. Danke. Selbst im Krieg achtet man hier auf Mülltrennung. Das ist wirklich vorbildlich, was in Exten hier passiert. Alle Feuerwerkskörper wieder eingesammelt. Ein eigenes Räumkommando ist unterwegs. Nur ohne Räumpanzer, aber mit mindestens vier Mannen.
Nein. Napoleon hat sich bereits ergeben. Ohne das wachsame Auge der Presse. Oder zumindest dieses Pressevertreter, das war dabei. Aber die andere Presse war nicht dabei. Ein Skandal. Aber das waren ja nur zwei Schlachtrunden. Ein bisschen mager, ne? Ja. Hat noch auch Sonne. Die Schwarzen sind heute ein bisschen schlapp. Du fließt gleich rein. Pack den Falschen hier. Jetzt können wir Napoleon in seiner Schmach beobachten. Hier von den tapferen Mannen des Panzerkreuzer Exten abtransportiert wird ins Exil. Oh, noch ein zusätzlicher Passagier? Ah, jemand, der die Mikrofone rettet. Auch wichtig. Ja. So entstehen die Dolchstoßlegenden hier. Ja. Schlachtfeld von Exten. Ja, mal ein bisschen Dampf, mein lieber Admiral. Beinahe in der Extra gelandet. Ein paar mehr Briketts drauflegen auf den Mond, auf den Ofen, bitte. Aber oben rüber. 1, 2, 3. Das Hochwasser hat seine Spuren hinterlassen und treibt den Panzerkreuzer die Extra hinab. So, da muss noch drauf springen. Muss noch drauf springen? Ja, da geht gar nichts mehr. Achso, ja, du solltest mich mal mitnehmen. Ich bin mittlerweile ein bisschen angebunden. Haben sich bereits zum größten Teil verabschiedet. Die Schlacht scheint sich dem Ende zuzuneigen. Die Sanitäter, selbst die Sanitäter rücken ab. Ich glaube, damit kann ich auch meine Schicht hier heute beenden und mich den wohlverdienten Feierabend zuwenden. Wobei, naja, kommen erst ein paar Stündchen. Aber wie auch immer, ich verabschiede mich auf jeden Fall von der Schlacht im Extrafeld. Mein Helm ist heile geblieben und ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Eindruck bekommen. Ansonsten wird er morgen die Schaumburger Zeitung lesen. Da werden wir nochmal das ganze Groß aufdröseln mit den wunderbaren Bildern und alle weiteren Bilder und Videos findet ihr auf www.szlz.de und dann bis zum nächsten Jahr. Ne?